Hey Formel 1 Freaks, Punkte, das war das Ziel von Mick Schumacher beim USA Grand Prix und das war auch das, was der Teambesitzer Gene Haas von Mick Schumacher gefordert hat, wenn er bei Haas bleiben wolle. Er hat gesagt, es liegt allein an Mick Schumacher selbst, ob er seine Karriere weiterführen könnte bei Haas. Es hat leider schon schlecht angefangen mit dem Qualifying, nur Startplatz 16, aber bis Runde 33 konnte sich Mick Schumacher in die Top 10 vorfahren. Er profitierte dabei von einem Virtual Safety Car und das Haas-Team hat beide Fahrer erst dann an die Box geholt zum ersten Mal und viele andere Fahrer hatten zu dem Zeitpunkt schon einen Boxenstopp hinter sich. Deswegen wurde Mick Schumacher nach und nach in die Top 10 vorgespielt und war zu dem Zeitpunkt auch vor Kevin Magnussen. Er hat sich sogar von ihm abgesetzt und er hat mit Lando Norris im McLaren vor sich gekämpft. Das heißt, Mick Schumacher hatte zu dem Zeitpunkt eine richtig gute Pace. Doch dann, in Runde 33, holte ihn das Haas-Team nochmal an die Box und zog ihm harte Reifen auf. Und das war irgendwie der Anfang vom Ende. Denn letztendlich konnte Mick Schumacher nicht mehr aufholen, er ist anscheinend sehr gerutscht und es lag vermutlich an einem Schaden am Auto, den er davongetragen hat, von einem Trümmerteil des Unfalls zwischen Lance Stroll und Fernando Alonso. Und deshalb meint Mick Schumacher, dass der Boxenstopp ihm gar nicht so wirklich das Rennen versaut hat, sondern dass er trotzdem auch mit den anderen Reifen durchgereicht worden wäre durch den Schaden, da er da ziemlich gerutscht ist und die Reifen haben ziemlich stark abgebaut. Man hat auch in den Daten gesehen, dass der Downforce nicht mehr so war wie vorher und ja, letztendlich hat ihm das eigentlich in Kombination mit dem Boxenstopp das Rennen versaut. Am Ende war er dann 14. Er hat sogar nochmal eine 5-Sekunden-Strafe bekommen wegen Track Limits, also dem mehrfachen Überschreiten der Streckenbegrenzung und das ist vermutlich eben auch passiert, weil er so herumgerutscht ist. Ohne die 5-Sekunden-Strafe wäre er 12. geworden, aber das hätte auch nichts geändert, denn da hätte er auch keine Punkte bekommen. Kevin Magnussen dagegen, der ist draußen geblieben auf den Medium-Reifen und hat sich letztendlich noch als 8. ins Ziel gerettet und damit 4 Punkte für das Haas-Team geholt. Und diese 4 Punkte haben Haas in der Konstrukteurs-WM nun vor Alpha Tauri gespült auf Rang 8. Und deshalb war Kevin Magnussen wieder der gefeierte Held quasi, der die Kastanien aus dem Feuer geholt hat und Mick Schumacher wieder der Buhmann. Obwohl eigentlich diesmal Mick Schumacher nichts dafür konnte und die Punkte waren auf jeden Fall drin. Er war vollkommen auf Punktekurs. Übrigens, mir ist bei dem Crash zwischen Lance Stroll und Fernando Alonso was aufgefallen. Denn zwei Autos sind in diesem Moment direkt an Mick Schumacher vorbeigeschossen, als der Crash passiert ist und als überall der Rauch war und die Trümmerteile umhergefallen sind. Also da muss auf jeden Fall die gelbe Flagge geschwenkt worden sein und deshalb war ja das Überholen verboten. Ich glaube, diese beiden Autos waren Kevin Magnussen und Esteban Ocon. Was sagt ihr denn dazu? Ist euch das auch aufgefallen? Und ich frage mich, falls das wirklich so war. Warum haben die beiden dann keine Strafe bekommen? Denn dann wäre Kevin Magnussen natürlich wieder hinter Mick Schumacher gefallen, vermutlich. Zumindest hätte er einige Plätze verloren und hätte damit wahrscheinlich auch seine Punkte verloren. Aber zurück zu Mick Schumacher. Obwohl Günther Steiner nach dem Rennen gesagt hat, dass die schlechte Pace von Mick Schumacher in der zweiten Rennhälfte vermutlich eben an einem Schaden am Diffusor lag, ist jetzt das Gespräch wieder groß, ob Mick Schumacher seine Karriere bei Haas fortsetzen kann. Und dazu haben sich zwei bekannte Gesichter jetzt gemeldet, einmal Timo Glock und einmal Christian Danner. Timo Glock hat schon eine leise Vorahnung, wie das Ganze ausgehen könnte. Er glaubt, dass die Entscheidung intern bereits länger getroffen worden ist und das Ganze nur noch nicht öffentlich gesagt wurde. Timo Glock hat Folgendes dazu gesagt. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit man vielleicht schon intern eine Entscheidung getroffen hat und alles jetzt ein bisschen in die Länge zieht. Wenn man bei ihren Statements zwischen den Zeilen liest, zeigt sich vielleicht auch eine Tendenz. Die Hürde für den Mick ist sehr hoch momentan. Nicht, weil er seine Performance nicht bringt, sondern weil man intern bei Haas andere Vorstellungen hat. Mick hat in meinen Augen definitiv den Speed, weiterhin in der Formel 1 zu fahren. Er hat zum Teil auch eine bessere Pace als Kevin Magnussen. Ja, und was hat Christian Danner dazu gesagt, der ja bekannt ist für seine klaren und ehrlichen Worte? Er hat Folgendes dazu gesagt. Seine Position ist nicht zu beneiden. Wenn man die ganzen Zwischentöne analysiert, dann stellt man fest, dass er wohl nicht passt und man ihn loswerden will. Das höre ich zwischen den Zeilen heraus. Aber im Umfeld von Mick Schumacher ist schon viel Kritik an Haas geübt worden. Ob das schlau war, das wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Speziell wenn man bedenkt, dass es für einen Insider die einzige Option war, die er hatte.
Ich bin der Meinung, dass für einen Burschen wie ihn ein Jahr Päuschen nicht so schlimm wäre. Er ist noch so jung und kann dann ohne Probleme wieder an seine Formel 1-Karriere anschließen. Meiner Ansicht nach ist es für Mick aufgrund der Situation, wie sie sich dieses Jahr entwickelt hat, außerordentlich kritisch, dort weiterzumachen. Es ist schon interessant, dass jetzt beide, also Timo Glock und Christian Danner, die Phrase zwischen den Zeilen lesen verwendet haben. Und deshalb bedeutet das wohl, dass da schon irgendwas dran sein muss. Und wie Christian Danner es hart gesagt hat, man will Mick Schumacher anscheinend loswerden. Und wenn das wirklich so ist, dann bin ich auch der Meinung von Christian Danner, dass Mick Schumacher ein Jahr Pause machen sollte, sich da irgendwie ein bisschen zurückziehen sollte, neu sich auftanken sollte und dann frisch starten sollte mit einem neuen Team, das vielleicht nicht so toxisch ist wie Haas und ihm die Möglichkeit gibt, sich frei zu entfalten. Ich denke, ein bisschen Abstand wäre gut für ihn, um sich vollkommen zu resetten und sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und für ihn als ganz junger Kerl ist das noch nicht so schlimm, wie Christian Danner sagt, wenn er mal ein Jahr nicht dabei ist. Er kann ja eine andere Rennserie fahren, da vielleicht nochmal Erfolge einfahren und dann zurückkommen. Vielleicht sogar in einem besseren Team, vielleicht sogar mit Audi. Das ist ja momentan im Gespräch, dass Audi Mick Schumacher haben will. Also, wir werden sehen, was passiert. Ich bleibe auf jeden Fall für euch am Ball in der Formel 1. Bis zur nächsten Folge. Ciao!